Einen wunderschönen Montag. Willkommen zurück hier in Luxemburg, in Esch an der Alzette mit unserem Luxusliner Luxemburg. Letzte Episode gab es die ersten Linien, nachdem ich davor hier offscreen alles zurechtgebaut habe. Und ich würde sagen, wir machen heute weitere Linien. Wir haben die ersten, ich glaube, 5 Linien sind, die jetzt eingebaut sind. Eine hier von unserem Heimdepot, von unserer Heimatstadt, in Anführungszeichen Esch, an der Alzette Richtung Luxemburg Stadt. Zum Bahnhof halt nur. Aber ich denke, dass das eigentlich gar nicht so blöd ist, hier vom Hauptbahnhof zu gehen. Außerdem noch eine hier von Esch runter Richtung Süden nach Thionville. Auch da an dem Bahnhof natürlich und wieder zurück. Und die nächste eigentlich größere Stadt, die ich jetzt hier sehe. Ah, hier unten wäre noch eine. Wir könnten noch hier runter gehen nach Amneville. Eventuell hier straight Richtung Süden. Dann allerdings einen anderen Weg gehen. Nicht wieder hier denselben Weg fahren, sondern hier die anderen Ortschaften so überflügeln, mehr oder weniger. Wahrscheinlich hier so am Rand der Ortschaft dann mal so einen Halt machen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ansonsten hier oben Richtung Norden. Die Frage wäre auch, ob ich hier zwischen den anderen Großstädten Linie mache. Also zwischen Luxemburg und Thionville. Luxemburg und... Moment. Arlon. Dass man da vielleicht auch nochmal so Querverbindungen macht, so Direktverbindungen. Die wären allerdings dann etwas für die anderen Depots, dass wir eben hier oben ein Depot für Luxemburg haben, weil Luxemburg kriegt auf jeden Fall einiges an Linien, weil es halt die Hauptstadt ist und relativ groß auch. Ich denke, eine hier drüben hin machen ein Depot, dass man hier so ein bisschen Richtung Norden mit reinnimmt. Da müssen wir nicht ganz so viele Depots reinmachen, weil es ist hier halt eher ein bisschen weniger besiedelt, als jetzt in Dortmund der Fall war, wo direkt nebendran noch Bochum war. Aber ich denke, wir sollten hier eine nach Arlon machen. Eine von Esch nach Arlon. Und die Frage wäre halt, wo wahrscheinlich hier hoch. Hier einmal durch, hier einen Halt machen. Dann eventuell hier einen Halt machen, weil wer eh durchfährt. Und dann geht es Richtung Arlon. Das fände ich gar nicht mal so blöd. So, dass wir eben noch ein paar Linien machen. Natürlich werden auch irgendwann die ganzen Auftragslinien kommen, ist ja ganz klar. Na, so, Arlon. Aber da gucken wir eben dann, wenn es soweit ist. Machen wir hier mal so eine dunklere. Und wir starten natürlich auch mit der hier am Hauptbahnhof von Arlon. Von Esch. Hier, Eschgar, da werden wir starten. Und dann will ich hier eigentlich straight Richtung Norden gehen. Die Frage ist, halten wir hier zwischen nochmal, hier so an der Kante vielleicht? Da ist eigentlich nicht viel los. Also ich glaube, der erste echte Halt wäre halt wirklich hier in Petang. Wir haben auch hier einen Bahnhof, den wir anfahren könnten. Jetzt wäre halt die Überlegung, ob wir hier noch ganz kurz mal schauen müssen wegen Wegpunkten. Ob er halt auch den schnellsten direkten Weg macht. Sieht allerdings auf dem Weg so aus. Wir fahren hier direkt auf die, ich nehme an, Autobahn. Hier an dem Kreisel wäre es dann nicht schlau, wenn wir hier abfahren würden? Doch, ich denke schon, dass das schlauer wäre. Fahren wir da ab, fahren dann hier nach Petang. Petang, keine Ahnung, tut mir leid, wie immer. Dann würde ich hier auch, hier ist die Strecke Richtung Norden, genau, dann würden wir hier Athus noch nehmen. Wir haben hier den nächsten Gar, an dem wir halten. Der sieht auch nach relativ, ja, einmal fährt er so rum, einmal fährt er so wieder hoch, das ist in Ordnung. So, jetzt ist die Frage... Gehen wir hier nochmal nach links oder fahren wir hier hoch? Ich glaube, wir fahren hier hoch. Hier gibt es aber keinen Gar. Doch, hier gibt es einen Gar. Missoni. Sollen wir das mitnehmen? Ich denke ja, dass wir das mitnehmen.
Aber das ist ja hier eine doofe Strecke. Dass er hier dieses kleine Stück nicht... Ah ne, weil er hier rumkommt. Ja, okay. Never mind. Hier ist der Bahnhof, deswegen fährt er so hin und so fährt er wieder raus. Sonst wäre mir hier eine direkte Verbindung lieber gewesen. Aber hier ist halt der Halt. Sonst müssten wir ihn hier irgendwo hinsetzen. Und dann ist das schon in Ordnung. Und dann fahren wir hier einmal hoch vom Bahnhof zu Bahnhof. Hat sowas ein bisschen von Schienenersatzverkehr, finde ich, was wir hier machen. Hier gibt es keinen Gar. Und dann würde ich sagen, ziehen wir einfach durch. Hier hoch. Ja, nach Arlon. Und das sieht nach hier Arlon Gar aus. Dann an der Nummer 1 halten wir. Und da kommt er hier rumgefahren. Okay. Wenn du sagst, dass es schlauer ist, dann fahren wir so rum. Interessant, dass er hier nicht auf die Autobahn will. Was ist denn, wenn wir sagen, fahr hier lang? Ist das nicht ein bisschen besser? Ich denke schon, oder? So, und können wir ihn hier... Können wir ihn hier rumbringen? Der kann ja nicht runter von der Autobahn, nee. Das ist die erste Abfahrt hier. Und dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, hier über Schoppach zu fahren. Aber gut. Jetzt fahren wir von da aus natürlich wieder zurück. Zum Gar in Messoni. Jetzt müssen wir nur gucken, dass eben der Weg auch dementsprechend gut ist. Aber ich glaube... Da wird es kein Problem. Hier fährt er diesmal hier runter. Und dann hier auf die... Er fährt über die Schnellstraße, nehme ich an. Statt über die Autobahn. Was aber, glaube ich, hier intelligenter ist. Weil sonst müsste er wieder zurückfahren. Dann nehme ich das so mit. Das ist okay. So, und dann fährt er eben hier außen rum. Kommt dann zurück. Ja, das kann man machen. Und so taste ich mich jetzt einfach von Ortschaft zu Ortschaft erstmal hier durch. Aber das finde ich aber nicht gut, dass er hier so einen anderen Weg fährt. Darf er nicht hier lang fahren? Das ist deutlich besser, oder? Und das ist tatsächlich schneller, hier rumzufahren. Das sind 7 Minuten. Und wenn ich hier den Umweg mache, braucht er 9. Weil dieser Bogen hier auf die Autobahn länger dauert, als hier direkt durchzufahren. Dann nehmen wir die schnellere Strecke natürlich, ist ja klar. Fährt zwar dann wahrscheinlich so einen kleinen Extra-Bogen an der anderen Stelle nochmal. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Er kommt halt hier runtergefahren, fährt dann hier rum, dann kommt er hier rumgefahren und fährt dann hier wieder zurück. Ist halt so, aber es ist auch manchmal so bei Flixbussen, ist das ja auch manchmal so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mit Flixbus unterwegs wart. Weil der fährt hier lang, fährt dann hier runter. Das sieht okay aus und jetzt können wir zurück bis nach Esch fahren. Wieder zu unserem Heimatbahnhof, wenn man so will. So, da gehen wir auch nochmal ganz kurz den Weg durchchecken. Sieht doch erstmal gut aus. Ja, sieht gut aus. Können wir mit leben. Insgesamt 1,5 Stunden unterwegs. Wir gehen natürlich hier auch auf Halbstundentakt. Um möglichst, die ist halt geringe Nachfrage, aber es ist halt einfach so. So, hier erhöhen wir das Ganze mal und dann gucken wir mal. Wir sind bei 1,2 oder 102 Minuten. Wenn wir eine Viertelstunde Pause machen, ist das sogar gar nicht mal so blöd. Dann passt das sogar genau im Halbstundentakt. Weil dann sind wir hier bei 1,17, das heißt, er hat 18 Minuten Pause statt die 15 geplanten. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. So, und ich kann ja hier dann direkt sagen, dass er später aktiviert sein soll. Deswegen ist das in Ordnung. Gut. Einmal speichern. Jetzt haben wir hier, also ich bin mit der Busverbindung per se in Esch eigentlich ganz zufrieden. Wir haben überall ein paar Haltestellen, wir haben fast jedes Gebiet irgendwie abgedeckt mit irgendeiner Haltestelle. Alles ist so ein bisschen im Umkreis drin, ich finde hier so ein bisschen löchrig, aber hier drüben das, ich nenne mal Industriegebiet. Ich weiß nicht, ob das Industriegebiet ist natürlich, aber es sieht für mich eher Industrie aus und nicht nach hier Wohngebieten.
Aber ich denke, damit können wir eigentlich leben. Das heißt, es wäre jetzt die Überlegung, entweder weitere Linien von Esch ausmachend. Hier so über so ein paar kleinere Ortschaften irgendwie rum. Oder zu sagen, wir machen Luxemburg. Dann bräuchten wir auf jeden Fall ein neues Depot. Dann könnten wir hierfür aber schon mal schauen, was ist denn los, wie viele Busse brauchen wir. Welche Busse brauchen wir vor allen Dingen, wenn wir alle aktivieren würden. Bin ich noch ein bisschen unschlüssig gerade. Ich hätte mir da vorher Gedanken machen sollen. Hier unten haben wir halt so wenig größere Städte, dass ich schwierig finde, hier irgendwie Verbindungen herzustellen. Ich will alles eigentlich irgendwie verbunden haben, aber wenn ich halt hier sehe, dass wir dann so kleine Ortschaften haben, die eigentlich nur aus einer Straße bestehen, da muss dann die Linie relativ logisch verbunden werden, damit das hier alles eben erfolgreich ist. Und was haben wir hier drüben? Vielleicht von Esch hier rüber noch? Nach Rosigny-Godbranche oder so? Ich versuche das immer gleich französisch auszusprechen, obwohl ich nicht mal weiß, ob das richtig ist. Wähle hier die Verbindung. Eventuell auch eine hier rüber von Esch. Eventuell hier von dem Punkt hier so rüberfahren lassen. Ich glaube, dass wir in Esch per se... Zeig mal bitte nur meine Haltestelle, meine Linien an. Es wäre hier, wenn überhaupt, hier so ein bisschen mittig. Aber hier haben wir eigentlich auch relativ gut überdeckt. Hier haben wir klar ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen unschlüssig, wie das hier am besten, wo hier rüber verbunden werden sollte. Hier hoch. Vielleicht auch von hier unten. So hier rum. Dann hätten wir hier eine Umsteigemöglichkeit, die dann auch Richtung Esch gehen würde. Wenn wir hier drüben eine Haltestelle hinsetzen würden, wären die beiden im direkten Bereich. Das fände ich gar nicht mal so doof, ehrlich gesagt. Und das wäre dann Villerupt. Hier hinten gestartet irgendwie. Jetzt hatte ich mal einen Namen. Rue Pascal. Also quasi Pascalstraße. Rue Pascal. So, von hier aus. Hier hoch. Ah, da meine Schule. Dann würde ich hier das Zentrum einmal mitnehmen wollen. So eine Fahrweise in Ordnung. Die Frage ist, was ist das hier? Piskin. Ist das nicht irgendwas mit Fisch? Ich meine, dass... Nee, Poisson ist Fisch. Nicht Piskin. Die Frage ist halt, ob das sinnig wäre, hier noch mitzunehmen. Hier haben wir nochmal Ecole. Und noch eine Schule. Das heißt, wenn wir das hier ein bisschen runterziehen würden, würden wir hier die Schule noch mitnehmen. Das wäre, glaube ich, nicht so blöd. Und dann habe ich gesagt, ziehen wir hier Richtung Osten, um hier möglichst dran vorbeizuziehen, um die Haltestelle mitzunehmen. Hier ist jetzt nicht so viel los. Wir kommen hier leider auch nicht wirklich runter. Ah doch, wir könnten hier hingehen. Dann nehmen wir fast den gesamten Part hier mit. Und dann...
ein bisschen hier so. Ich würde halt gerne viel von den Point of Interests mitnehmen. Entschuldigt bitte, da kam der Postbote heute später als sonst. Dachte ich, okay, er war noch nicht da, dann gibt es heute nichts für uns. Und dann zack, kommt er doch. So. Ja, die Überlegung ist halt, ich würde halt einerseits gerne hier eine Umsteige-Reichweite zu der Haltestelle kommen, um die Linie Richtung Esch verbinden zu können quasi. Aber die Frage wäre doch, ob ich hier dann noch hochgehe. Ich glaube, wir lassen es erstmal sein und setzen die Haltestelle dementsprechend so hier an, um noch möglichst viel von den Point of Interest von hier mitzunehmen. Ich glaube, das ist am schlauesten. Und dann kriegt hier Roussange, kriegt dann eine eigene Linie. So, und dann wollte ich hier hoch und dann hier Richtung Westen weiter. Das heißt, wir kommen von hier hoch, dann sollten wir hier eine Haltestelle nutzen. Auch wieder möglichst wieder Point of Interest plus Umsteige. Plus Umsteige. Alternative nach hier zu schaffen. Okay, und dann will ich weiter Richtung Norden. Da sieht es hier erstmal nur nach ein paar Wohnhäusern aus. Deswegen machen wir hier eine hin. Und dann hier drüben am Ende nochmal eine hin. Weil es dann eventuell hier nochmal eine Linie gibt, die hier zwischen hochfährt. Und dann haben wir hier mit Verbindungen auch geschaffen quasi. So. Hier ist nicht viel an Point of Interest, wenn ich das richtig sehe. Deswegen halten wir einmal hier am Lidl. Gehen dann hier so ein bisschen runter. Das Rußgärtchen. Schön. Wir haben hier potenziell auch ein paar... ich war einfach nur so weit rausgezoomt. Geht schon. So, wo ist der Gar? Hier. Dann will mir wahrscheinlich auf die rechte Seite gehen. Und dann hier wieder nach links ziehen. Macht, denke ich, am meisten Sinn. Dann ziehen wir ihn hier einmal rüber. Fahren noch über Niederkorn und enden in Niederkorn. Oder wir fahren noch bis hier hoch. Das wäre auch möglich. Dann hätten wir da noch eine Alternativverbindung auch noch geschaffen. So, der Bahnhof hier ist mit drinne und dann fahren wir hier hoch und enden hier. Damit haben wir im Prinzip eine Verbindung, die so führt und auch hier zu diesem langen Bus. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd, dass wenn du nämlich wirklich von da unten Richtung Norden willst, fährst du hier entlang und nicht erst Richtung Esch und dann von Esch die ganze Strecke entlang. Das ist vielleicht gar nicht so eine blöde Linie. So, was hier nochmal, mit N, nicht mit M. Einmal richtig verbinden und jetzt den Rückweg wieder einmarkieren. Das sieht soweit gut aus. Das sieht auch soweit gut aus. Wir haben hier halt relativ viele Haltestellen jetzt dazwischen. Eventuell bin ich da wieder so ein bisschen zu großzügig, was die Anzahl der Haltestellen angeht. Das habe ich ja häufiger. Ich meine, so eine Haltestelle macht ja Sinn, einfach weil ich die Überschneidung mit der anderen Linie haben will, dass eine Umsteigemöglichkeit besteht. Darauf achten, dass ich hier auf der richtigen Straßenseite mache. Der ist ja noch gerade so im Rahmen mit der Haltestelle. So, und dann ziehen wir ihn hier runter. Kannst du nicht hier lang fahren?
Nee, da hast du wohl nicht. Ist wohl eine Einbahnstraße. Dann würde ich die Haltestelle hier runtersetzen. Und auch auf dem Hinweg da runtersetzen. Das muss ich dann gleich machen. Speicherst du wieder oder? Hast du ein. Naja, wollt nur nicht. Jetzt. So, und dann gehen wir hier runter. Jetzt bezeichnen wir die Linie einmal richtig. Ich meine, wie schon davor dauernd gesagt, das wird mir nicht so viel helfen, weil ich mit den Namen nichts anfangen kann. Aber trotzdem. So, und jetzt kommen wir hier vom École Paul Langlois. Jawohl, wir halten dann an dieser und löschen die nächste komplett raus. Dann haben wir nämlich nur eine Haltestelle für hin und zurück und dann brauche ich nicht mehrere Sachen reparieren später. Gut, die wird wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass die voller wird. Ja, da haben wir mal ein bisschen was los. Guck mal. Endlich mal eine Linie, wo ein bisschen was passiert hier. Super. Ich denke, 5 Uhr ist tendenziell eigentlich früh genug. Gehen wir auf 5.20 Uhr. Dann wir hier den Anstieg mitnehmen. Wir können es auch einen Ticken länger fahren lassen. So. Immerhin, wir haben einmal eine Linie, wo es auch ein bisschen voller wird, dass wir größere Busse brauchen. Natürlich auch nochmal hier der Hinweis, wenn ihr gerne Rollen übernehmen würdet, als Busfahrer, Reinigungskraft, Mechaniker, Servicekraft, von mir aus auch Forscher, immer in die Kommentare damit. Genauso auch, wenn ihr irgendwie wisst, wo man gut Linien machen sollte. Wir sollten, das habe ich bei den anderen jetzt immer vergessen, dummerweise, am Ende noch ein paar extra Minuten einplanen. Das muss ich bei den anderen Linien eigentlich auch noch machen. Das habe ich vergessen, die ganze Zeit. Sollte man machen. Die wird später aktiviert, aber das machen wir jetzt ganz kurz mit den Linien. Dass ich die ganz kurz nochmal ein bisschen die Zeit einplane hier. Einmal Alon hier ein paar Minuten extra. Wenn wir dir 15 Minuten geben, wärst du zu spät für den Halbstundentakt. Deswegen müssen wir hier auf 10 Minuten runtergehen. Aber du hast ja hier quasi schon eine kleine Pause. Deswegen ist das okay. Das machen wir auch mit der Luxemburg-Linie. Luxemburg, kannst du ein bisschen stehen. Dann haben wir hier 67, dann kommen wir auf 82. Du hast noch ein paar Minuten extra Zeit, das ist okay. Sei dir gegönnt. Sofern ich das alles richtig verstehe, natürlich. Hier kriegst du ein paar Minuten extra. Ja, und dann hast du hier 15 Minuten. Das passt mit dem Halbstundentakt, der angesehen wird. Das war die, die ich gerade gemacht habe. Jetzt können wir also noch hier zu den normalen innerhalb Eschs-Linien. Ich werde auch die ganzen Busfahrer. Oh, hier müssen wir gucken. Halbe Stunde. Der Gar. Nee. Du, Blas de Chouteau. Halbstundentakt. 90, ja, das ist okay. Ich werde die ganzen Busfahrer und alle Mitarbeiter auch offscreen einkaufen, weil das ist halt vor allen Dingen immer nur warten oder gucken, dass gutes Angebot kommt. Und das ist halt onscreen eventuell ein bisschen langweilig. 44, also müssen wir hier irgendwo sein. Avenue du Rock'n'Roll. Ja, da können wir noch ein bisschen länger stehen bleiben. 97, da haben wir genug Zeit sogar. Das ist ein bisschen länger Pause als geplant. Die Frage ist halt auch, wie viele Busse will ich erstmal alles holen? Und wann wird dann der erste Verkehr gestartet? Macht es Sinn, jetzt demnächst anzufangen mit dem ganzen Dingern laufen? 85, das ist okay. Um zu sehen, wie läuft es denn? Brauchen wir vielleicht eine andere Taktung als vorgesehen? Oder machen wir erst ganz viele Busse, kaufen dann Linien, kaufen dann ganz viele Busse und lassen es dann starten? Ich glaube, es ist schlauer, zeitnah oder bald das alles hier mit Bussen zu versehen. Ich denke, das wäre intelligenter, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, ich glaube, das ist nicht so doof, dass wir die, die wir jetzt haben, bald mal laufen lassen, um zu gucken, läuft es denn gut, brauchen wir noch ein bisschen was anderes. Das heißt, ich werde offscreen mich hinmachen und Busfahrer engagieren und alles andere. Die ganzen Mitarbeiter holen und Busse kaufen. Das mache ich dann aber offscreen. Was eigentlich heißt, wir müssen hier die Linie tendenziell doch aktivieren. Aber eben, sagen wir mal, erst ab Mittwoch. Damit nicht direkt schon Fahrten geplant oder angekündigt werden, sondern erst ab Mittwoch. Damit ich eben in-game noch genug Zeit habe, Busse zu holen. Und für den Fall, dass dann eben auch noch einfach sagen kann, okay, wir lassen es doch nochmal abbrechen. Aber ich glaube, dass das gar nicht mal so dämlich ist. Vor allen Dingen wird dann auch wieder so ein bisschen Bauen mit drin kommen. Die Parkplätze müssen ja dementsprechend... Das war gerade die, die ich gerade hatte, gell? Rilo Rupt. Petagne, oder? Ich glaube schon. Ja, das war die, die ich gerade hatte. Und dann muss ja noch Parkplätze angeholt werden. Ich muss die ganzen Busse organisieren. Dann müssen wir halt schauen, wie viele Busse brauchen wir von welcher Linie. Ich will ja auch, da wir relativ, also das heißt relativ, wir haben verdammt viel Geld. Das heißt, ich kann auch so viele Busse holen, wie ich möchte. Das heißt, ich will auch ein bisschen... in Anführungszeichen nicht so eine enge Taktung haben, was die Busse angeht, sondern viel Luft zwischen den Bussen und den Busfahrern ihre wohlverdienten Pausen gönnen in diesem Durchgang. So, wenn ich die jetzt hier theoretisch aktiviere, sollten sie ja im Fahrplan auftauchen. So, wenn ich jetzt hier ins Depot gehe, sollte ich hier Schichtplan ab Mittwoch, genau, wird alles angezeigt, wunderbar. So, dann können wir hier die Einstellungen mal checken. Wir machen maximal Schicht 8 Stunden. Gewünschte Pausen zwischen zwei Schichten für die Busfahrer. Ihr solltet mindestens 12 Stunden frei haben. Die Busse kriegen auch wenigstens 2 Stunden, sagen wir 3 Stunden Pause. Weil dadurch habe ich die Möglichkeit, wenn ein Bus kaputt ist, direkt zu reparieren lassen. Und dann kann er die nächste Schicht mitnehmen und muss nicht eventuell, fällt nicht vielleicht aus. Ich denke, dass das großzügig ist. Ja, also hier die Pause auch. Das heißt, er arbeitet eben nur einmal am Tag. Und 8 Stunden, denke ich, ist human. Vor allem, wenn er noch jedes Mal 15 Minuten Pause dazwischen hat. Da kann mir auch kein Arbeitsrechtler irgendwie diesmal Probleme machen, würde ich sagen. Das finde ich gar nicht mal so doof. Jetzt würde ich natürlich sagen, wir haben noch gar keine Busse. Das heißt, wir können hier auch gar nicht so viel machen. Ich habe jetzt auch nicht eingestellt, dass Überschreitungen möglich sind. Also wir sehen erstmal, wir brauchen 2, 4, 6, 7, 56, also maximal 60 Busse erstmal. Wobei da natürlich auch einige überschneiden werden. Aber ich glaube, dass wir damit dann arbeiten könnten. Das heißt für mich auf jeden Fall, nächste Episode Busse kaufen. Ich werde jetzt offscreen Busfahrer und das ganze Personal einstellen. Und dann werden wir in der nächsten Episode Busse kaufen und die ganzen Parkplätze arrangieren, die auch gleich zuordnen, hier zuweisen. Weil ich habe bisher nur mittlere Parkplätze, glaube ich, gemacht. Das sind alles mittlere Parkplätze. Das heißt, wir müssen auch mal schauen, wo wir die großen Parkplätze unterbringen. Ich denke, dass wenn wir hier eine Straße langziehen, wir wahrscheinlich hier zwei große Stellplätze... Nee, wir kriegen nur einen großen Stellplatz hin. Kriegen wir groß und klein ineinander. Das würden wir hinkriegen. Das fände ich tendenziell gar nicht mal so blöd. Wir lassen hier wieder einen Block frei für die Blumen rundherum am Rand. Ich glaube, dass ich das gar nicht so blöd fände. Wir werden nicht so viele große Busse brauchen, was ich zumindest bisher wahrgenommen habe. Aber ich würde sagen, dass wir hier so mindestens mal...
planen wir mal mindestens 10 ein. Oder? Weil es ja noch einige Linien geben wird. Und hier lassen wir dann einfach einmal eine komplette Reihe an kleinen Bussen hingehen. Ich hoffe, dass das perfekt passt. Tut's leider nicht. Das ist ja ärgerlich. Passt das denn, wenn ich das hier... Ah, ich glaube, es würde dann exakt passen. Das ist ein bisschen traurig. Aber da die alle gleich breit sind, heißt das auch, dass es auch für die Busse hier gilt. Na, willst du nicht? So, jetzt hältst du und dann du. Weil die sind ja exakt gleich breit. Der einzige Unterschied zwischen denen ist ja die Länge. Ich glaube noch nicht mal. Wie viel? Sind das nicht mehr als die vier, die mir zur Verfügung stehen würden? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich hier noch eine kleine Bushaltestelle hinkriege, oder? Ist das nicht 5 breit hier? Verschiebe ich das gerade komplett umsonst? Ja, ich verschiebe es komplett umsonst. Das passt nicht. Also wir müssen so oder so. Wir haben jetzt aktuell 4 frei hier. Das heißt, alle nochmal um 2 wieder nach links schieben. Das ist super gut. So, jetzt haben wir hier wenigstens dann auch ein genaues Maß, damit es eben die Symmetrie behält. Ich habe mich doch schon abgelegt. Guck mal hier und jetzt gehen wir hier hin. Zack, das heißt, wir haben da 2 Blöcke wenigstens frei, um Bäume und Pflanzen zu setzen. Kann ich? Nee. Nee, leider nicht. Ich wollte mehrere auf einmal markieren. Aber dann machen wir das schnell so. So. Und wenn das eben reicht an großen Bussen vorerst, können wir hier... So, einen riesen Bogen gemacht, damit er auch merkt, okay, ich möchte gerne den nächsten Stellplatz wählen. Wenn das eben hier dann funktioniert und das reicht an großen Bussen, machen wir entweder hier noch kleine Busse hin oder Stellplätze, oder wir machen hier eine grüne Oase rein. Irgendwie sowas. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall erstmal eine Reihe an kleinen Parkplätzen, an großen Parkplätzen. Wir haben sehr viele mittlere Parkplätze. Da werde ich dann dementsprechend mal checken, welchen Bus brauchen wir denn für was. Oskin werde ich, wie gesagt, jetzt einige Busfahrer einstellen. Sowie anderes Personal, Servicepersonal und Reinigungskräfte, Mechaniker und alles, damit das alles schon mal gebonkt ist. Damit wir in der nächsten Episode Busse kaufen können. Da werde ich vielleicht Oskin noch mal ein bisschen schauen nach möglichst schönen Designs, die wir nutzen können. Vielleicht fallen mir da welche ins Auge direkt. Wenn ihr welche habt, die in euch gefällt, immer her damit. In die Kommentare. Und dann werden wir vielleicht auch mal die ersten Busse fahren lassen, um zu schauen, wie es dann läuft. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und auf Wiedersehen.